Guten Abend, herzlich willkommen zur Diskussionsveranstaltung Ohnmacht, Widerstand, Perspektiven, Lernen aus der Geschichte 1942, 1972, 2022. Mein Name ist Olivia Kober, ich leite die Initiative Minderheiten und ich spreche heute ausgehend von ihren jeweiligen persönlichen Bezügen mit meinen Diskutantinnen darüber, in welcher Form ihre Biografien als Angehörige der slowenischen Volksgruppe in Kärnten ausschlaggebend für ihr politisches Engagement geworden sind. Wir versuchen die Frage zu klären, wie das Wissen um die eigene Geschichte in eine zivilgesellschaftliche und in eine politische Beteiligung mündete und welche Auswirkungen zwei ganz konkrete Ereignisse, nämlich die Deportationen der Kärntner Slowenier im Jahr 1942 und der sogenannte Ortstafelsturm im Jahr 1972 hatten. Beide Ereignisse haben sich in das kollektive Gedächtnis der slowenischen Volksgruppe eingeschrieben, in die Erinnerungskultur der österreichischen Mehrheitsgesellschaft bzw. auch in die österreichische Mehrheitsgeschichte, allerdings bislang so gut wie gar nicht. 80 Jahre nach den Deportationen und 50 Jahre nach den Zerstörungen der zweisprachigen Ortstafeln diskutieren wir darüber, welche widerständischen Haltungen diese hervorgerufen haben, was daraus gelernt wurde und wie es mit der Erinnerungskultur heute aussieht. Imenie Cornelia Kogoy wurde im Initiativo Manschin in Dames Hočemo skupaj za diskutanti razpravljati in vprašanju, kako je dejstvo, da vsi pripadajo slovenskih manjšin na Koroškem, vplivalo na odločitev in način njihove dejavnosti na političnem področju. Freue mich sehr, diese Fragen mit diesem so hochkarätigen Podium diskutieren zu dürfen. Posebnosti, ki smo jih danes povabili na diskusijo. Posebnosti, ki jih danes povabili na diskusijo, imajo mnogo skupnega. Vsi imajo koroške korenine in so znani po svojem političnem angažmaju v javnosti. Čeprav imajo različno družbeno, kulturno in jezikovno ozadje, so si pridobili občudovanja, vredne profile in mednarodni ugled. Herzlich willkommen, Olga Oglauer, Abgeordnete zum Nationalrat, stellvertretende grüne Fruchtobfrau, Sprecherin für Land- und Forstwirtschaft, Volksgruppen und Gedenkkultur. Sie bewirtschaftet gemeinsam mit ihrem Mann einen Biobauernhof in Ludmannsdorf in Jos. Wolfgang Petritsch, einer der international erfahrensten österreichischen Diplomaten, er war unter anderem EU-Sonderbeauftragter für den Kosovo bzw. EU-Chefverhandler bei den Kosovo-Friedensverhandlungen und zwischen 1999 und 2002 hoher Repräsentant für Bosnien und Herzegowina, Präsident der Austrian Marshall Plan Foundation und seit Februar Präsident des Österreichischen Instituts für internationale Politik. Reginald Vospernik, langjähriger Direktor des slowenischen Gymnasiums in Celovec, Klagenfurt. Er blickt auf eine reiche Bildungs- und Kultur- und Volksgruppenpolitische Tätigkeit zurück, war unter anderem Präsident der FUEF, also der Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen, hat zahlreiche Bücher publiziert, also hier das letzte seiner Bücher, zweimal aus der Heimat vertrieben, die Kärntner Slowenen zwischen 1919 und 1945, eine Familiensaga, es gibt hier noch, gibt einige noch, können Sie nachher dann erwerben. Aber auch Scholle, also ein anderes Buch, Scholle, Moja Življenja. Ebenso hat er zahlreiche Übersetzungen gemacht, unter anderem, wir haben es auch schon, also er ist schon angesprochen worden, unter anderem auch Boris Pahor, dem großen slowenischen Schriftsteller aus Triest, der eben jetzt kürzlich gestorben ist. Sie, lepo pozdravljeni. Vor 80 Jahren, am 14. und 15. April 1942,
wurden innerhalb dieser beiden Tage mehr als 1000 Angehörige der slowenischen Volksgruppe und darunter mehr als die Hälfte Kinder und Jugendliche in deutsche Lager deportiert. Vorangegangen ist diesen Deportationen der Überfall auf Jugoslawien ein Jahr davor, der gravierende Konsequenzen auf die Kärntner Sloweninnen hatte. Es kam zu zahlreichen Verhaftungen, sie wurden nahezu alle noch in Kärnten aktiven slowenischsprachigen Priester verhaftet, die slowenischen Vereine wurden verboten, wie die Sprache selbst. Bücher aus den zahlreichen Vereinsbibliotheken wurden verbrannt und vernichtet, Vermögen enteignet und diese Verfolgungen mündeten dann in die Deportationen, in die Zwangslager. Herr Oskarnik, Sie sind damals als knapp fünfjähriges Kind mit Ihrer Familie deportiert worden. Wie sehr hat Sie das, was Sie damals als kleines Kind war, also erlebt haben, in Ihrer politischen Tätigkeit geprägt? Was hat das sozusagen mit Ihnen gemacht? Lebte Wojciech, schönen guten Abend. Zahvaljujem se za vabilo in rade volje sodelujem pri tej rundi pomembnih osebnosti iz našega koroškega miljeja. Meine Erinnerungen sind natürlich sehr dahingeschwunden, um es milde auszudrücken. Und ich kann nicht mehr unterscheiden, was habe ich wirklich erlebt und was ist mir von meiner Mutter, von meinen Angehörigen tradiert und erzählt worden. Psychologen sagen mir, das ist ganz natürlich, dass man das vermischt und das ist nichts Außergewöhnliches. Also wenn ich euch da ein paar Dinge erzähle, die übrigens auch im Buch festgehalten sind, dann bitte das nicht als pare Münze zu nehmen, sondern eben als Erinnerung eines Kindes, eines fünfjährigen Kindes, das damals die Tragweite dieser Deportierung oder wie wir damals sagten, Aussiedlung nicht erfassen konnte. Im Gegenteil, ich war gegenüber meinen Straßenkameraden, gegenüber auf der anderen Straßenseite stolz, erstmals mit dem Auto fahren zu dürfen, ohne zu wissen, in was für Auto wir da eingestiegen sind. Erste Station, Sammellager Ebental. Dort ist es meiner Mutter gelungen, ich bin als Einzelkind aufgewachsen, als unehelicher Sohn, ist es meiner Mutter gelungen, den damals schon sehr kranken Großvater, der bei uns im Haus gelebt hat, in Föderlach, von diesem Schicksal zu bewahren und frei zu bekommen. Und er konnte dann zu einem seiner Kinder, zu seinem Dr. Zilka nach Obereschertz, wo ja meine Familie großteils stammt, aus dem Feldener Raum, dort dann Unterkunft finden. Denn unser Haus wurde ja beschlagnahmt von der Deutschen Treuhand- und Umsiedlungsgesellschaft. Wie wir dann später natürlich erst erfahren haben, ist dann ein Kanaltaler, Cafetier, der in Ponteba ein Café betrieb, dann auf unseren Besitz gekommen. Er hatte 5 Kinder und wusste natürlich, auf welchen Besitz er kommt. Er kannte die Geschichte des Kanaltales, er kannte die Geschichte Kärntens. Er wusste, das Kanaltal war ein Teil Kärntens, ist dann in den Umbruchsjahren 1820 dann zu Italien gekommen, weil die Italiener halt hier die Geschichte der Politik gemacht haben, offensichtlich. Und Hitler und Mussolini hatten ein Übereinkommen, das auf folgende Kurzformel gebracht werden kann. Macht mir das Kanaltal italienisch und macht mir Kärnten deutsch. Und da begegneten einander in dieser Zielsetzung die beiden Machthaber. Und eines dieser Opfer war eben auch meine Familie. Die Familie Villafer hat sich dann bei uns angesiedelt, hat das Haus übernommen.
ohne grundbücherlich eingetragen worden zu sein. Das muss man sagen, grundbücherlich war immer noch die Deutsche Treuhand- und Umsiedlungsgesellschaft Besitzer, unter Anführungszeichen, der geraubten Liegenschaften der Kärntner Slowenen. Und deren Schicksale gab es ja viele. Ungefähr 1000 Menschen wurden in deutsche Anhaltelager transferiert. Ebenthal war das Sammellager, dort verbrachten wir nur eine Nacht. Deshalb, weil meine Mutter tags zuvor einen, und das ist ja besonders in der Ironie der Geschichte, einen verwundeten Bruder in Koblenz besucht hatte, der dort für Hitler seinen Kopf hingehalten hat. Ein Bruder, ein Onkel von mir, hat sein Leben verloren in Norwegen und einer seinen Fuß irgendwo auch an der, ich weiß nicht welcher Front. Und die Mutter, die Frau, meine Mutter wurde ausgesiedelt. Also das war der Dank des Vaterlandes, des damaligen Vaterlandes. Ja, dann kamen wir, um es das Ganze abzukürzen, in das Sammellager nach Renice. Das ist ein altes Schloss, südlich von Stettin, heute Szczecin in Polen, heute polnisches Staatsgebiet. Wir wissen ja, Polen hat hin und her, ist hin und her gewandert im Laufe der Geschichte. Dann dort verblieben wir einige Monate, dann kamen wir nach Eichstätt in Bayern und schließlich ist es dann den Bestrebungen eines Bruders meiner Mutter gelungen, uns so weit frei zu bekommen, dass wir mit Gauverbot und mit Hilfe von Verwandten in Dorfgastein, dass die Mutter dort eine Arbeit gefunden hat, als Aushilfskraft in einem Pfarrhof, Pfarrer Ludescher. Und in diesem Dorf, und diese Anekdote möchte ich gerne erzählen, Pfarrer Ludescher war der Nachfolger des Pfarrers Andreas Rieser in Dorfgastein. Und dieser Andreas Rieser, der hat viele KZs durchgemacht, hat ein Dachaufbuch geschrieben und hat nach dem Krieg, ich glaube, das war im Juli oder August, wir waren noch bis September dann in Dorfgastein, eine Predigt gehabt in der Kirche, an die kann ich mich erinnern. Nicht nur aus Erzählungen meiner Mutter, sondern auch aus eigener Anschauung. Und da war es mucksmäuschenstill in der Kirche. Und er hat erzählt, wie es ihm in Dachau gegangen ist. Warum ist er nach Dachau gekommen? Er war Antifaschist und hat dem Dachdecker, der den Kirchturm renoviert hat, der zuständig war für die Renovierung des Kirchturms, eine Botschaft mitgegeben. Das ist angeblich so üblich bei Kirchenbauten, bei Neukirchenbauten, bei Kirchturmbauten. Eine Botschaft mitgegeben und der Betreffende, das war offensichtlich keine Person, der hätte vertrauen müssen, hat da hineingeschaut, was da drin steht. Und da stand drinnen, Hitler ist eine Geißel Gottes. Ja, mehr hat man nicht gebraucht. Das Ganze wurde sofort der Gestapo gemeldet. Er kam in Haft und dann in die einzelnen Stationen Dachau. Das Dachau-Buch, das kann ich empfehlen, das ist eine dicke Schwarte, spannend zu lesen, spannend, erschütternd zu lesen. An diese Erzählung kann ich mich erinnern, des Pfarrers Rieser. Ja, und dann sind wir zurückgekommen im Herbst. Ziemlich verwüstet das Haus, baufällig. Der Knalltal hat nicht drauf geschaut. Da mussten wir kämpfen um Entschädigungen. Ich kann mich erinnern, dass wir damals 9000 Schilling als Entschädigung hätten bekommen sollen. Und kurz danach war die 1:3 Umtauschaktion Schilling. Und dann blieben 3000 Schilling als Entschädigung. Aber um die ganze Wahrheit zu sagen, natürlich hat der Staat Österreich, hat dann die Republik Österreich, hat das Land Kärnten um entsprechende spätere Entschädigungen sich gekümmert. Ich muss auch wahrheitsgemäß zugestehen, ich habe eine kleine Opferrente aus dieser Zeit, weil ich mich da
gemeldet habe, auch als Geschädigter. Also es ist schon vom Staat viel geschehen diesbezüglich. Aber das Ganze kann man nie mehr gut machen. Ja, das ist in aller Kürze meine Geschichte aus den Kindertagen. Wie es weitergegangen ist, glaube ich, das steht in den Kollegin Kuboy hat schon die biografischen Daten kurz erwähnt. Natürlich war das für mich Ansporn. Ich kann mich erinnern, als Student, ich habe dann 47 bin ins Gymnasium gekommen nach Danzenberg. Das war damals für slowenische Kinder eigentlich die einzige Bildungsmöglichkeit. Wir waren aus allen Winden zusammen geweht. Aus Heiligenblut der eine, aus dem hinteren Eck vom Lavantal hinter Deisseneck der nächste, der übrigens vor ein paar Tagen gestorben ist. Wir sind alle über 80 natürlich, einige sind schon an die 90. Da kann ich mich erinnern, dass ich da sehr sensibilisiert war als noch nicht politisiert, aber sensibilisiert für gewisses Unrecht, das geschehen ist, auch nach 1945. Auch von kirchlicher Seite übrigens, von der Seite der katholischen Kirche in Kärnten, wo man die Ausgesiedelten in Bausch und Bogen als Titoisten in einen Kopf geworfen hat und gesagt hat, nein, denen können wir nicht vertrauen. Und bei einer Veranstaltung, die wir im Jahr, glaube ich, 46 einer Veranstaltung hatten in Klagenfurt, ging sogar die Feuerwehr mit Spritzschläuchen auf uns los und hat uns in alle Winde verteilt. 46 im demokratischen Österreich, das muss man auch dazu sagen. Aber es ist vieles besser geworden. Ich möchte das nicht so allein so stehen lassen. An einen Leserbrief kann ich mich erinnern, einen Brief, den ich damals erzürnt als Student an den Dr. Valentin Einspieler geschrieben habe. Der Name wird dir was sagen. Dr. Valentin Einspieler war ein guter Pädagoge, gibt es nichts zu sagen. Er war dann Direktor des sogenannten ersten Bundesgymnasiums, am Völkermarkter Ring. Und war auch Obmann des Bundes der Kärntner Windisch. Und als solcher hat er sich da sehr exponiert, antislowenisch natürlich. Die Windischen sind die Kurzformel, die Windischen sind die heimattreuen Kärntner, die Slowenen sind die Heimatverräter. Ich habe noch eine Schlagzeile der Volkszeitung, der Kärntner Volkszeitung in Erinnerung, damals gab es noch die Volkszeitung, die ist dann später eingegangen. Slowenisch ist die Sprache der Todfeinde unseres gemeinsamen Kern. Wortwörtlich, vielleicht ist ein Wort anders, aber der Sinn ist so. Das war damals das Common Sense. Und die hat dem Einspieler einen Brief geschrieben, den habe ich noch in Durchschrift zu Hause. Ich weiß nicht, hat er ihn je gelesen, hat er ihn bekommen wird er ihn schon haben, hat er ihn je gelesen. Wir haben dann später einmal in Diskussionen, so wie heute, hitzig miteinander diskutiert. Und in dieser Diskussion ist einmal das Wort gefallen, erhitzte Diskussion. Ja, aber wir fahren früher da. Wir waren früher da. Ich weiß nicht, hat er das gesagt oder ich das gesagt? Wer ist dieses Wir? Wer ist dieses Wir? Habe ich mich nachher gefragt. Wir, die Windischen? Wir, die Kärntner Slowenen? Ich lasse diese Frage offen, möchte Sie mit dem einleitenden Statement mit dieser Frage beginnen. Ja, wie Sie eben gesagt haben, was kommt also nach 1945 ist das Unrecht schon weitergegangen, obwohl sich jetzt einiges vielleicht zum Besseren entwickelt hat, dass eben die sogenannten Ausgesiedelten, die Deportierten unter anderem als Titoisten bezeichnet worden sind.
Und ja, und auch nach dem Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise auch dann auch nach der Unterzeichnung des Staatsvertrages, waren diese Diskriminierungen eigentlich nicht vorbei. Und ich würde sagen, diese Diskriminierungen erreichten sicherlich einen Höhepunkt mit dem sogenannten Ortstafelsturm 1972, als eben zweisprachige Ortstafeln in Südkärnten von einem deutschnationalen Mob entfernt wurden. Herr Petritsch, Sie waren Mitte der 1970er Jahre Mitarbeiter von Bruno Kreisky, der bekanntermaßen gemeinsam mit dem damaligen Landeshauptmann Siemer versucht hat, das staatsvertraglich zugesicherte Recht auf zweisprachige Topografien umzusetzen, was dann, wir wissen, leider nicht gelungen ist. Sie haben unter anderem im von Ihnen mit herausgegebenen Buch Kärnten liegt am Meer, Konfliktgeschichten über Trauma, Macht und Identität, auch Ihre Familiengeschichte als eine der Beweggründe für Ihr politisches Engagement genannt. Wie hat sich denn jetzt ganz konkret der Ortsnamensturm auf Ihre eigene politische Geschichte ausgewirkt, beziehungsweise anders gefragt, hat Sie dieses damalige, sehr aufgeladene Klima auch ein Stück weit politisch sozialisiert? Zweifellos. Darf ich beim Regional anknüpfen, weil uns trennen nur ein paar Jahre und wir haben einige Gemeinsamkeiten, so wie der Regional bin auch ich, ein lediges Kind, das Kärnten dazu muss schauen, ob der überhaupt die Frau geeignet ist, am Bauernhof dann auch für Nachfolge zu sorgen. Und ich glaube, dass auch die Erzählungen über die Versteppungen, ja, dieser Euphemismus, Aussiedlung ist ja nicht zivilisiert, ja, diese Verschleppungen, die stattgefunden haben, waren bei uns in der Familie, wo ja über alles nur geschwiegen wurde, schon ein Thema. Ich habe zwei Erinnerungen dran. Bei uns, ich bin in einem Gasthaus bei meiner Mutter in Gleinach in Linie aufgewachsen. Das war natürlich auch das gesellschaftliche Zentrum des Dorfes in die 50er, 60er Jahre. Einzige Telefon im Dorf, Zigaretten waren dort, Schnaps natürlich, zwei Weinsorten, Rot und Weiß, Bier sehr viel. Und die haben wirklich nächtelang Karten gespielt, die Männer vom Dorf. Ja. Dabei ist auch, ich bin da mittendrin halt aufgewachsen, ich war einer der frühesten Raucher wahrscheinlich mitgekommen, weil da die Küche, die gleichzeitig das Gastzimmer war natürlich immer voll mit Rauch, Austria 3, C oder wie immer die geheißen haben. Das war der Grund, warum ich dann später nie Raucher geworden bin, weil ich habe schon als Kind so viel geraucht, das ist ein Glück. Gut. Und da war natürlich das Thema Vergangenheit eine sehr, sehr wichtige Sache. Das Interessante war, in unserem Dorf, in Gleinach, war natürlich, es war irgendwie so gemischt, es waren alles natürlich sozusagen Slowener, aber es hat halt welche gegeben, die sich dazu bekannt haben und andere, die, wenn man schon nicht sagen konnte, ich bin ein Reitscher, weil mit dem Namen Petritsch tut man sich schwer, hat man gesagt, ich bin ein Windischer. Das ist ja auch dieses wirkliche, die wirkliche Manipulation gewesen, weil du hast die Windischen Geschichte ja erwähnt. Es ist ganz wichtig daran zu erinnern, das ist natürlich nach dem klassischen Vorbild des Divide et Impera gelaufen. Ja. Das sind die Guten und das sind die Bösen. Das sind diejenigen, die sind Nationalslowenen, die sollen hoch über den Läubel und die anderen, die Guten, sind, also die Guten unter den halt weniger Guten, das sind die Windischen. Ja. Der Einspieler, der folgende Einspieler war ja ein typischer Vertreter der Assimilationsvertreter sozusagen. Und das war auch mein Vater zum Beispiel. Ja. Der bis zu seinem sechsten Lebensjahr kein Wort Deutsch gesprochen hat, in die Schule ist er gekommen und hat dann dort halt Deutsch gelernt. Ich bin ja auch in Gleinach in die Schule gegangen, eine Klasse vom 6. bis zum 14. Lebensjahr, alle in einer Klasse.
Ich war übrigens später dann auch einmal Lehrer im Untermitterndorf bei Oben und habe dort, da hat es schon 2 Klassen gegeben und da war der Direktor Kuschei, der Vater von Martin. Und der Martin und seine Schwester sind dort herumgerannt, wie ich da als 19-Jähriger dann die 2. Klasse von 9 bis 14 Jahren gehabt, ein paar Monate, dann habe ich irgendwas anderes gehabt. Gut, und in diesem Dorf sind diese Themen wirklich also immer umschrieben worden. Ja? Ich habe lange nicht verstanden, was ich gesagt habe, naja, der ist in den Wald gegangen. Der ist zu den Partisanen gegangen. Ja? Und du hast auch gemerkt damals, das habe ich alles sehr später irgendwo mitbekommen, wie sich die Stimmung in diesem kleinen Dorf, 16 Häuser, eine Kirche, ich war der Ministrant natürlich, und eine Schule, wie ich schon erwähnt habe, und ein paar Bauernhäuser halt, und unser Gasthaus. Ja. Und wie sich dort der Diskurs verändert hat, sobald einer, der sich als sozusagen, der als Slowene anerkannt war oder sich auch so geäußert hat, ins Gasthaus, in die Küche hineingekommen ist. Ja. Dann war das aber nicht so, dass man gesagt hat, okay, jetzt du nicht und so. Man ist miteinander umgegangen, als ob vorher nichts passiert wäre. Als ob es keine Vertreibungen gegeben hat, als ob es keine Nazis bei uns gegeben hat und als ob es keine Partisanen gegeben hat. Das wurde alles nur einfach überdeckt. Und war vielleicht die einzige Methode, um überhaupt in dem Dorf nach 45 leben zu können, wenn man so eng zusammen ist. Ja, also ich will das jetzt nicht, runter machen, aber ich habe das irgendwo wirklich ganz deutlich mitbekommen, konnte das aber natürlich sehr lange nicht artikulieren für mich selber, aber das war so. Und dann hat es natürlich auch gegeben, dass der eine Nachbar da, der Knirschnick, die haben, egal, im April 1938 haben die Slowenen auch für den Anschluss gestimmt. Ja? Nicht Führergemeinden. Weil sie sozusagen jetzt Nazis waren, sondern was hat es gegeben? Durch die Weltwirtschaftskrise waren die Bauern bei uns im Dorf irrsinnig verschuldet. Und durch die Entschuldigung, die Nazis gemacht haben, das war halt deren populistischer, aber auch realer Trick, um die Menschen zu gewinnen, haben die das gehört. Sehr bald sind sie draufgekommen, was für eine Scheiße das ist, aber damals war es halt so. Und vor allem muss ich auch denken, ich meine, das war ja nicht so, dass die Politik dort analytisch betrieben worden wäre, dass man genau gewusst hat, wer, wo, wie, was. Und das war im Übrigen für mich der Grund, warum ich mir gesagt habe, wenn ich einmal was mache, dann möchte ich was machen, um dazu beizutragen, dass so eine Sache nie wieder passiert. Was war für eine Sache? Dass die Menschen, die weit weg sind von den großen Machtzentren und Entscheidungszentren, sozusagen gezwungen werden, auf eine oder die andere Seite sich zu bekennen. Ja? Furchtbares Wort, danach dann noch bis in die 70er Jahre hinein hat man das dann noch missbraucht, diesen Begriff, wie wir wissen. Ja. Und weil dann natürlich diese Menschen dort so etwas wie unschuldige Schuldige waren. Ja, die sind zu Schuldigen geworden, nicht weil sie das bewusst und mit Böse waren, sondern das waren die Umstände. Und ich finde, eine Gesellschaft, ein Land, eine Demokratie, wo man sich nicht so entscheiden muss, wo das nicht zusammenhängt mit, das ist eigentlich, was wir anstreben. Und das war irgendwo für mich auch mein ganzes Berufsleben lang, bis hin in den internationalen Jobs, die ich gemacht habe, am Balkan und weiter, das eigentlich die Konstante und das, was für mich am wichtigsten gewesen ist, ja, dass dich die Menschen nicht entscheiden müssen, muss ich in der Politik jetzt, muss ich mich nach der Politik richten oder nicht. Aber ich komme jetzt noch zurück zu der Sache mit den in Leinach. Und da haben die erzählt zum Beispiel einmal, wie die Geschichte war mit der Aussiedlung. Ja, das war ja die perfide Geschichte, da mussten ja die Ortskaiser, Ortsgruppenführer oder Bürgermeister, Bauernführer entscheiden, welche Familien ausgesiedelt werden. Und da war eine Familie dabei, die sozusagen ein größerer Bauer war. Ja? Und da haben die anderen Bauern, die nicht drankommen sind, noch, ja,
haben gesagt, das geht doch nicht. Und haben den ausgetauscht, dessen Familie ausgetauscht, gegen eine Keuschler-Familie. Ja? Das heißt, also diese Sache war natürlich nicht so sehr national, ethnisch, sondern sozial ausgerichtet. Ja? Also die Ärmsten der Armen haben sozusagen, die keine, in dem Dorf keinen Einfluss hatten, die haben gesagt, die gehen. Ja? Und auch die besondere Tragik, und das ist auch etwas, was du erwähnt hast, aus der Familie ist einer bei der deutschen Wehrmacht gewesen und die Familie ist ausgesiedelt worden. Ja, also diese tragische Verknüpfung, das hat mich ein ganzes Leben lang wirklich ganz intensiv beschäftigt und ich habe dann ähnliche Beispiele in Bosnien erlebt, ja, wo ich, glaube ich, mit einem Gefühl und einem Engagement hineingegangen bin, wo ich das Unrecht irgendwo als nicht akzeptabel für mich erkannt habe und nicht hinnehmen konnte. Ja. Gut. Eine zweite Sache, das war meine Großmutter, die stammt aus Sausach in der Nähe von St. Margarethen und die ist ihr ganzes Leben lang, ein paar Wochen insgesamt in die Schule gegangen. Wir haben nur Slowenisch natürlich geredet, aber für meine Großmutter war ihre eigene Sprache eine Hrdersprache. Ja? Sie hat sich dafür geniert, dass sie diesen Dialekt, der Kärntner Slowenischen oder Rosenthaler Dialekt gesprochen hat. Ja. Meine, das zeigt nur an, welcher psychologische Terror sozusagen da geherrscht hat. Das ist für mich viel wichtiger sozusagen in der Beurteilung auch der Nachwirkungen, der Traumatisierungen und so weiter, dass dieses systematische Hinuntermachen einer Volksgruppe bis ins Intimste hinein und für einen Homo sapiens ist halt die Sprache das Wesentliche, das Wichtigste, ist diese Sache hier eben verfolgt worden. Und die hat mir auch mal erzählt, auch wie sie 42, wie sie davon gehört haben, dass da die Familien, die sie alle gekannt haben, natürlich untereinander ausgesiedelt werden, und wie sie auf der Straße gestanden ist, ihr Haus, die war auf der Tottensaus, da in den Singles dort, und wie die dort weinend vorbeigebracht werden, die da für die Auslegung bestimmt waren, und wie die Großmutter völlig schockiert und sprachlos geweint hat und nicht gewusst hat, was passiert, natürlich. Ja. Also nochmal um zurückzukommen auf mein späteres Engagement, den Menschen zum Objekt zu machen, ja, zum Transportieren irgendwo hin, so wie eine Verschiebung von hier nach dort. Ne? Ich meine, was wir dann später auch mit dem erlebt haben, wie dann eben in den Jugoslawienkriegen zum Beispiel diese unselige Tradition fortgesetzt worden ist und wir 2 Millionen Menschen dann später dann zurück wieder versucht haben zurückzubringen, die da ausgesiedelt mal so die, oder flüchten mussten oder irgendwo verbracht worden sind. Das ist ja 1972, also ja. Sozusagen da. Genau, und jetzt komme ich zu 1972. Bis dorthin war es natürlich so, dass, wie ich da vorher gesagt habe, eigentlich über die Sache nicht geredet wurde. Ja? Und der Landeshauptmann Siemer in seinem autoritären Selbstbewusstsein hat einfach die Stimmung im Volk, im Kärntner-Volk nicht mitbekommen. Er selber war ja Kanaltaler. Übrigens habe ich auch, das ist auch eine Geschichte, aus Reibel, Kanaltal, ist eine Familie in dieses Haus von den Segeischen eingezogen worden und die Frau, die von dort, die Mann ist schon früh gestorben, die hat mich dann erzogen. Also, weil ich ein lediges Kind war und mein Mutter im Gasthaus arbeiten musste, bin ich also bei der Frau aufgewachsen. In diesem Haus, 45, das war nach dem Krieg geboren, aber 45 ist die dann aus diesem Haus, da sind die zurückgekommen, zum Nachbarn gezogen und die haben dann nach dem Krieg so weitergelebt. Ja? Also diese Vorstellung auch, unter welchen Bedingungen sich die Menschen hier dann arrangiert haben, ist ja auch gut.
Also bis 1972, der Simon hat gemeint, das werden wir so machen. Kreisky ist ihm gefolgt, Kreisky selbst auch viel Verständnis, selbst aus seiner Minderheit kommend als Jude, ein großes Sensorium für die Minderheiten. Gleichzeitig auch hat er gesagt, ich setze mich ein für die Südtiroler und wir im eigenen Land machen für die Slowenen nichts. Das geht doch nicht. Ja? Und hat das auf die leichte Schulter genommen, sozusagen, weil das einfach so für ihn so ein selbstverständliches Prinzip war, dass er in diese Geschichte hineingeraten ist. Ich muss sagen, ich war ja bei den wichtigsten Ereignissen nicht in Österreich, sowohl 1972 als auch dann 1989, als die große Veränderung da gekommen ist. 1972 habe ich in Los Angeles studiert, 1972-1973, und habe es von dort aus, meine Eltern haben mir da die kleine Zeitung geschickt und ich habe das Ganze dann 10 Tage später die Zeitung gekriegt und das ein bisschen so mitbekommen, was da los ist. Und 89 war ich in New York. Aber 72 war natürlich für die Politik, glaube ich, für die österreichische Politik, aber auch für die Volksgruppenpolitik ein ganz entscheidendes Datum. Und zwar deshalb, weil sich im Gegensatz zu 42, wo die Opfer wirklich völlig passiv waren, haben sich 72 ein paar Junge, der Marian Sturm oder wie immer sie geheißen haben, gewehrt. Ja? Und ich halte aus dem Grund 72 für ein ganz wichtiges emanzipatorisches Moment. Natürlich wäre das alles nicht möglich gewesen ohne slowenisches Gymnasium, hat man ja auch dann sozusagen als das Gift bezeichnet. Ja, der Tüter. Und das sind also, und das sind also diese. Da ist dann das Ganze aufgebrochen. Kreisky hat dann sehr stark, ich bin erst 76 zu Kreisky gekommen, und hat dann sehr stark versucht, eben, nachdem er ja wirklich in Klagenfurt, die hätten ihn fast umgebracht. Ja? Das war eine Situation, die man, da muss man sich diese Filme anschauen, da gibt es ja noch, ja? Was das für eine Pogromstimmung war. Ja? Und da muss ein kleiner Hitler her und so weiter. Ja? Das war auch eine Sache, die der Kreisky sein ganzes Leben lang, ich schreibe das auch in der Kreisky-Biografie, beschreibt das, nie vergessen hat. Das war ein Schlag für ihn, weil er natürlich politisch sozusagen das unterschätzt hat und persönlich auch angegriffen wurde, in seiner Identität sozusagen angegriffen worden ist. Das war ein ziemlicher Knaller für ihn. Danach natürlich war klar, da müssen wir jetzt langsam vorgehen. Dann ist die Idee mit den Volksgruppenbeiräten gekommen. Immerhin auch etwas, wo man damals gesagt hat, na, es wurde ein Budget erstellt und so weiter und so fort. Das heißt also, die quasi Regulierung, die Installierung von Mechanismen, um die Volksgruppe zu unterstützen. Wir mit dem Kreis ganz so viele Sachen machen. Ich weiß nicht, welcher Bundeskanzler jemals im Club slowenischer Studenten in der Mondscheingasse gewesen ist. Ja, der Kreis, wie war das? Ich habe ihn begleitet. Das ist die Dambü. Schönes Dambü. Wir sind ins slowenische Gymnasium in Klagenfurt gekommen. Ja, er ist zu jung dafür. Sehr der Meister. Damals war der Direktor, der Vorgänger, der Mitfahrer. Sablatnik. Ja. Also, der Kreisky hat dann versucht, sozusagen so Symbolpolitik zu betreiben und zu schauen, dass man irgendwo die Stimmung verändert und vor allem auch der slowenischen Volksgruppe die Anerkennung zukommen lässt mit diesen Mitteln, die halt relativ bescheiden waren. Ja. Dann ist er dazu gebracht worden, diese Volkszählung der besonderen Art zu machen. Ja. Und ich muss sagen, er hat sich klammheimlich gefreut, dass die so daneben gegangen ist, dass in Wien mehr Slowenen waren als in Kärnten. Ja. Er wurde boykottiert und gemacht. Das heißt also, hier hat sich schon etwas in Bewegung gesetzt, um eben dieses Bewusstsein zu schaffen. Aber das Bewusstsein über die Vertreibungen zum Beispiel 42 hat es überhaupt nicht gegeben. Ja? Und das geht natürlich auch quer durch, ich kenne das in meiner Schwachter, da sind wir drinnen wirklich von Nazis bis zu den Vertriebenen.
ja, und dazwischen alles Mögliche. Ja. Und dieser, ja, dieser Versuch, sich irgendwie durch Assimilation sozusagen unterzutauchen, sich zu ducken, durchzukommen, weil nur auf die Weise war es möglich, dass man halt im Beruf aufsteigt. Und da muss man schon eins auch noch dazu sagen. Natürlich hat es auch gibt es in der kleinen slowenischen Volksgruppe eine klare Strukturierung, auch eine soziale. Ja, also für uns waren die Inskos oder Tischlers oder Zwinters immer Häupte da irgendwie, weil die waren sozusagen, wir als Eischler waren, das war irgendwie schon so weit weg, das war nicht so hoch wie der Siemer oder der Landeshauptmann aber schon, oder der Bürgermeister, aber schon ziemlich etwas. Das heißt also, natürlich hat die Assimilation vor allem dort stattgefunden. Ja, weil es damit auch einfach die soziale Akzeptanz gekommen ist, der berufliche Aufstieg. Mein Vater hat in der Gewehrfabrik bei Soria gearbeitet, natürlich waren alle für immer Deutsch oder wir sind und so weiter, aber untereinander haben sie wenig geredet. Ja, das heißt also, diese Situation war natürlich auch irgendwann eine Reaktion auf diese ökonomische und soziale Unterdrückung, die da stattgefunden hat. Aber, ich habe jetzt schon viel zu lange geredet, um dorthin zu kommen, hat man eben über viele Jahre, 76 eben und so weiter und so fort, halt dann irgendwas aufgenommen. Dann genauer bis 2011, wo endlich, nachdem diese ganzen grauslichen Spielereien von einem Heider mit Dorfelversetzen und so weiter, dieses Lächerlichmachen eines wirklichen Anliegens, ja, doch letzten Endes dazu geführt hat, da hat natürlich das Ende des Kalten Krieges, der Zerfall Jugoslawiens, plötzlich konnte man halt schwer sagen, die Slowenen, die alle in die Kirchen gehen, sind als Kommunisten denunziert worden, du hast das schon erwähnt, aber plötzlich hat es kein kommunistisches Jugoslawien mehr gegeben und die 2 Millionen, wie hat man da noch die Urangst aufrechterhalten können? Ja? Die haben immer gesagt, wer hat vor wem Angst zu haben? Wer hat wen erobert? Ja? Was war da los? Wer hat in Ljubljana an der Lehrerbildungsanstalt den Direktor spielt in der Nazi-Zeit. Ja. Das heißt also, diese ganzen Dinge sind natürlich alle umgedreht und verdreht immer dargestellt worden, haben aber eben ihre Wirkung gehabt. Und erst, habe ich noch einmal zurückgehalten, also die Gründung des slowenischen Gymnasiums, ich bin nie in ein Gymnasium gegangen, ich habe da Hauptschule gemacht und irgendwie bin ich halt auch irgendwie weitergekommen, aber die Gründung des slowenischen Gymnasiums ist für mich ganz entscheidend, weil jede Gruppe, jede Volksgruppe, jede Minderheit braucht eine gewisse, nennen wir es halt Elite. Und nur dadurch ist es möglich gewesen, dass die Sprache aufrechterhalten bleibt. Aber man muss auch dazu sagen, was ist vielleicht für später ein Thema, dass sich heute im 21. Jahrhundert natürlich diese nationale Frage ziemlich anders stellt. Ja, danke. Also Sie haben es eben erwähnt, was ganz wichtig ist, dass 1972 eines der emanzipatorischen Ereignisse war, aber eben auch natürlich das Gründung des slowenischen Gymnasiums, weil das eben die Partner Slowenien dann auch gestärkt hat. Olga, du hast diese beiden Ereignisse, über die wir jetzt gesprochen haben, ja nicht persönlich miterlebt, ist ja auch jünger, aber dich haben sie auch geprägt. Ich habe beim Recherchen gelesen, deine Großeltern waren im Widerstand. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass das zu Hause Thema war. Wie hat dich dann das doch geprägt? Also wie haben dich diese beiden Ereignisse in deiner Entscheidung, auch in die Politik zu gehen, zu sagen, so, mach was für die Volksgruppe, wie hat dich das geprägt? Also mein Projekt today ist meistens nie lebt, aber večer in Izredno me veseli, da se na Dunaju danes spominjamo tega, s tem, da razmišljamo tudi o korakih naprej, kako nas to pravzaprav danes oblikuje v našem vsakdanjem političnem delovanju. Ich bin 1980 geboren und habe das alles erzählt bekommen und ich bin aufgewachsen in einer Familie, in der immer offen Slowenisch vor allem gesungen und gesprochen wurde. Sprich, ich habe das Slowenische immer als eine Bereicherung erlebt. Ja? Wissend, dass meine Mutter Slowenisch gelernt hat und aus Oberösterreich kommt, ja? Und ich meinen Sommer auch in Oberösterreich verbracht habe und halt meiner Oma versucht habe, so ein bisschen ihre Angst zu nehmen, dass das eigentlich
keine Krankheit ist, sondern dass es eh was Positives ist. Ja? Und meine Tanten. Und in Kärnten selbst bin ich in einem Ort aufgewachsen, wo alle mit mir Slowenisch gesprochen haben. Ja? Also das heißt, ich habe nie als Kind bis zur Volksschule erfahren, da ist was, über das man reden sollte. Ja? Später wurde mir erzählt, weil ich habe das schon gemerkt, dass natürlich die reden mit mir Slowenisch und untereinander reden sie Deutsch mit ihren Kindern. Und wenn sie was schimpfen oder so, reden sie dann wieder Slowenisch untereinander. Mit dem Unterschied, dass ich es verstehe und meine Nachbarskinder mit denen spielt habe, nicht. Und dann habe ich schon einmal gefragt, wieso reden denn die alle mit mir Slowenisch? Ja? Und eine ein Grund war, dass meine Eltern gesagt haben, also sie sind gefragt worden, wie werdet ihr mit den Kindern reden? Und meine Eltern haben gesagt, wir reden Slowenisch. Und dann war die Frage, wie sollen denn wir mit dir reden? Und die Antwort war, naja, Slowenisch oder richtig Deutsch. Und richtig Deutsch hat gereicht, dass man mit mir Slowenisch gesprochen hat. Ich finde, das ist schon ziemlich spannend. Oder? Also, dass man dann doch wieder, wenn jemand ein bisschen provoziert, auf die sichere Bank sitzt und die Welle redet. Der Papetschen Mann war noch. Also das war so wirklich prägend für mich. Ja? Und ich glaube, dass daraus auch dieses Selbstbewusstsein entstanden ist, später immer wieder politisch aktiv zu sein. Geprägt bin ich ganz fest von meinen Großeltern, von meiner Großmutter, weil meinen Großvater habe ich nicht lange erleben können. Und meine Großmutter war im Widerstand und hat immer erzählt davon. Also meine Oma hat nie auch quasi zurückgehalten mit dem, was sie erlebt hat. Ja? Mit den traurigen Erlebnissen, aber genauso wenig mit den schönen und glücklichen Erlebnissen. Und das hat mich auch im Sinne einer feministischen Politik geprägt, weil ich heute sage, die war viel mehr Feministin, als sie sich selber zugetraut hat. Und sie hat sich wahrscheinlich auch selber als solche nie benannt. Aber dass dir alle Wege offen stehen, wenn du aufrichtig bist, wenn du ehrlich bist, ja, wenn du mit dir im Reinen bist und wenn du auch Entschuldigung sagen kannst, diese Entschuldigung ernst nimmst, und wenn du dich auf einen Weg der Versöhnung begibst, aber nicht auf einen Weg des Vergessens. Und ich glaube, das war etwas, was dann letztendlich auch alles ermöglicht hat, dass ich dann ab der Volksschulzeit, wo es dann auch in den 80er Jahren nicht mehr lustig war, ja, also es war ja damals, gab es kein zweisprachiges Zeugnis. Ja. Ein zweisprachiges Zeugnis gab es in meiner vierten Klasse Volksschule. Das hat aber bedeutet, dass die Volksschulzeugnisse von mir aus dem ersten, zweiten, dritten und aus dem vierten Ersthalbjahr zurück ans Ministerium geschickt wurden und nicht akzeptiert wurden von meinen Eltern, weil sie gesagt haben, die stehen uns in beiden Sprachen zu, beziehungsweise unserer Tochter in beiden Sprachen zu. Und ich habe mir gedacht, ich bin die Einzige auf dieser Welt, die nie ein Zeugnis bekommen hat. Und das war wirklich schlimm, weil es war ein gutes Zeugnis. Ja? Es war keines, das man weghauen würde. Und ich weiß das heute noch, in der vierten Klasse zum Jahresabschluss habe ich alle Zeugnisse nachbekommen und alle in beiden Sprachen. Und das war für mich ein politischer Schlüsselmoment. Nämlich, da habe ich mit 10 Jahren verstanden, wenn man sich etwas in den Kopf setzt, dann braucht man keine Masse, man braucht keinen Mob, dann kann eine Einzelperson oder ein Elternpaar dafür sorgen, dass sich die Realität verändert. Und deshalb habe ich dann immer an dieser Zuversicht gearbeitet, dass man mit Politik der Zuversicht, einer Politik der Versöhnung, einer Politik, dass ich setze mich mit jedem Menschen an einen Tisch. Und mittlerweile sage ich das umso bewusster, wir sind in einer Zeit, als Exkurs gerade, wo 40% der Menschen in Österreich sagen, sie glauben nicht mehr an die Demokratie. Umso wichtiger ist es, dass wir uns politisch an den Tisch setzen, dass wir auch miteinander streiten und vielleicht mit gleicher Meinung nach Hause gehen, aber uns wieder treffen und daran weiterarbeiten, also diesen gesellschaftlichen Diskurs zu führen. Das ist mir ein innerstes Anliegen und das habe ich als Kind mitgenommen. Dann bin ich aber älter geworden und in meiner Jugend war ich dann auch bei der Koroschka Diaschka-Sweser, beim Kärntner Studentinnenverband, eigentlich Schülerinnenverband. Und ich habe diese Kärntner Mythen kennengelernt. Ja? Also da haben wir ja Mythen auf allen Seiten. Ja? Aber vor allem ist der Mythos der Kärntner Selbstbefreiung. Ja? Also Kärnten hat sich bis heute selbst befreit. Die glauben noch immer an diese Geschichte. Da bin ich noch nicht noch hingekommen, vielleicht können Sie mir weiterhelfen, wie man hier zu einer anderen Geschichtserzählung auch kommt, nämlich aufzumachen mit dem Thema, dass man sich nicht fürchten braucht, auch Geschichte anzunehmen. Ja? Und weil wir vorher von, kommen wir gleich später dazu. Und dieses, der Umgang Kärntens mit dem Zweiten Weltkrieg, ja? Da ist etwas uns politisch nämlich nicht gelungen, das, was uns in den Dörfern gelungen ist. Ich habe meine Oma gefragt,
Wie war das für dich möglich, deine besten Freundinnen, ja, deine Verwandten, deine Cousinen, deine Cousins wurden ausgesiedelt. Ja. Du weißt um so viele junge Männer aus deiner Generation, die einfach gestorben sind, weil sie für Hitler gekämpft haben, und andere, weil sie gestorben sind, weil sie ins Gas mussten. Du bist selbst in den Widerstand gegangen. Das war nur ein glücklicher Moment, dass halt Freisler leider nicht kommen konnte und sie nicht geköpft wurde oder halt mit einem Genickschuss erschossen wurde. Das war Glück. Und wie hast du es dann geschafft, mit diesen Nachbarn, von denen wir bis heute wissen, dass sie aktive Nazis waren, dass sie Profiteure waren von diesem System, denen wieder die Hand zu reichen? Wie geht sich das aus? Und meine Großmutter hat dann immer gesagt, du, den Nachbarn brauchst du mehr oder schneller als deinen Bruder oder deine Schwester. Und wenn wir hier in diesem Dorf miteinander weiterleben wollen, wenn wir uns gegenseitig weiter auch helfen wollen, dann müssen wir uns die Hand reichen. Und auch das hat mich geprägt. Und sie hat dazu immer gesagt, aber vergessen tust es nicht. Ja? Weil es kann jederzeit wieder geschehen. Und wir sind hier, damit das, und das unterstreiche ich mit allem, was ich habe, wir sind alle hier, auch ihr seid heute alle hier, damit das nie wieder geschieht. Ja? Und dieses sich die Hand zu reichen, das ist in den Dörfern gelungen. Vielleicht auch mit viel Karten spielen, mit viel Stopps und vielleicht noch wieder miteinander streiten und doch wieder zusammenhören. Politisch ist es uns aber nicht gelungen. Im Kern. Dieses offen zu sagen, wir müssen weiter miteinander arbeiten, wir müssen es uns politisch ausverhandeln. Aber das, was war, da war nicht alles in Ordnung und das ist ja nicht alles unter den Teppich zu kehren, weil wir schaffen das gemeinsam. Und was wir bis heute leider nicht geschafft haben, und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Aufgabe meiner Generation, zu sehen, welches Potenzial da liegt. Ja? Wir werden, sehr viele von uns werden die Sprache nicht mehr erlernen, unserer Nachbarn. Wir werden sie vielleicht vergessen, aber trotzdem prägt uns diese Kultur, sie ist unsere Wurzel. Und jetzt hinzukommen in eine Politik der Potenziale in Kärnten, ja? Nicht nur zu beschreiben, was alles in der Vergangenheit war und jetzt auch die Vergangenheit offen beschreiben zu können und darüber reden zu können, 80 Jahre danach, und sich entschuldigen können, 100 Jahre danach oder 80 Jahre danach. Also mit Verlaub, für meine Generation ist das viel zu spät. Ja? Da würde meine Generation sagen, das ist alles old school. Ja? Aber das ist genau das, was es braucht, weil wir eben nicht nur meine Generation sind, sondern weil wir in einer Gesellschaft und einem Generationenverband leben und weil das überfällig war und auch eine gute, wichtige Geste war. Und ich denke, meine Aufgabe oder unsere Aufgabe ist es in der Politik jetzt, manche Mythen auch zu manchen Mythen das letzte Kapitel zu schreiben und dieses Buch dann in die Ablage zu legen und diese Versöhnung zu leben, nämlich in einer Augenhöhe, wie man sich auch begegnen kann, indem man auch eine Solidarität lebt, die weit über das hinausgeht, dass wir eine Solidarität mit den österreichischen Minderheiten brauchen. Die hört nicht auf, hin zu den Kärntner Slowenen und zu den Slowenen. Die hört auch nicht auf, hin zu allen anerkannten Volksgruppen in Österreich. Sondern wenn man sich für eine solidarische Gesellschaft einsetzt, wenn man sich für Minderheiten und Menschenrechte einsetzt, dann ist das jeder und jede von uns, der Unrecht geschieht und Zivilcourage gefordert ist. Und diese Zivilcourage ist es, die mich immer wieder antreibt, weiterhin Politik zu machen und hier zu sein.